Hallo zusammen, salve a tutti. Wir haben 22.14 Uhr, wenn ich diesen Film anfange. Ich wollte ihn eigentlich erst morgen früh machen, aber ich mache den jetzt schon, denn ich bin noch wach. Es geht um die Nasdaq. Das war ein Spitzentag, muss ich sagen. Also das hat sowohl die Nasdaq, ich habe jetzt nicht so auf den Dow geschaut, aber der hat es auch ganz gut gemacht, aber auch der DAX hervorragend. Ganz kurz zum DAX, da kommt am Mittwoch wieder ein Film. Die 13.900 hat bisher ihren Job sehr gut gemacht. Und bei der Nasdaq ist dieser Punkt 13.000. Bei der Nasdaq muss man ein bisschen aufpassen. Da kommt ein Wahnsinn an Zahlen. Das ist jetzt nur Montag. Ja. Hier geht es dienstags los. Da kommt alles Mögliche, was Rang und Namen hat. Das geht die ganze Woche so weiter. Entweder sind es Hauptversammlungen oder Q1 oder Q2-Berichte. Das ist richtig viel. Und besonders interessant ist es, Metaverse bringt, Arm oder Meta Platforms am 27. Jetzt haben wir morgen, das ist dann der Mittwoch. Ich habe jetzt nicht rausgekommen, für alle, die ich jetzt nenne, ob das Pre- oder Post-Market ist. Das müsst ihr selbst mal schauen. Aber es ist am Mittwoch, ist es Meta Platforms und Google. Also Meta könnte ich mir vorstellen, dass die nicht so gut werden. Netflix hat es vorgemacht. Ja, und deswegen, den bricht halt auch der russische Markt weg. Google, glaube ich, hat nicht so viel Einfluss. Am 28. kommen Microsoft, da sollte auch nicht so viel passieren, Amazon, das wird bestimmt wieder sehr interessant, und Apple, die sind am Donnerstag dran. Und die fünf, die, da können sich die anderen 95 abstrampeln, wie sie wollen, die fünf beherrschen den Markt. Wenn die gut oder schlecht kommen, wird das dementsprechend Einfluss haben. Aber ich kann ja jetzt nur das haben, was ich heute hier sehe, und ich finde, das sieht grundsätzlich ziemlich gut aus. Also kurzfristig für die nächsten fünf Handelstage. Fangen wir mal an. Wir haben einen ganz leichten Stabilisierungsansatz über den Tag hier unten im MACD. Wir sind noch nicht positiv, wenngleich auf sehr tiefem Niveau über die Stochastik. Die hat schlicht und ergreifend ein bisschen mehr Potenzial als Risiko. Von den Bändern her sind wir wieder in das Band reingekommen. Aber was man jetzt hier am Tagesende zwar sieht, dachte, okay, das ist eine schöne Korrektur, sieht man auf den kürzeren Einheiten ein bisschen besser. Das ist jetzt 4 Stunden. Dreht schon hoch. Hier gab es eine schöne Korrekturkerze und eine noch bessere mit Ziel bis zum 20er gleitenden Durchschnitt. Da sind wir bei 13.900. Hat mir gut gefallen. Immer wieder diese 13.000, die wir jetzt schon zweimal da gesehen haben, sind wir noch nicht mal hingegangen. Da lagen mit Sicherheit einige Kauforders drin, die sind nicht bedient worden. Aber jetzt schaut mal, was die Stunde macht. Also guckt hier drauf, auf den Freund, auf die Stochastik und schaut mal, was die Stunde macht. Da ist man nämlich schon seit, ich gehe jetzt mal mit dem Fadenkreuz hier hoch, also unten ist die Kreuzung hier, da ist man schon seit dieser Kerze spätestens long. Da sind wir bei 13.342, das sind auch schon 120 Punkte. Lange Abwärtsbewegung, ja, nur schwarze Kerzen. Der hat jedes Recht, hier mal ein bisschen zu korrigieren. Was ich eben nannte, diese 13.890, das wird doch hier bestätigt von dieser Abrisskante. Da sind wir auch bei 13.900. Einmal, zweimal. Das kann ich mir sehr gut vorstellen in den nächsten 5 Tagen. Aber Nasdaq, wie gesagt, wenn da jetzt Zahlen kommen und die sind gut oder schlecht, haut es das dementsprechend rein. Aber jetzt hier rein vom Chart. Wenn ich nicht wüsste, dass Zahlen kommen, gefällt er mir. Also die 13.000 hat auf jeden Fall eine erhebliche Daseinsberechtigung. Warte mal, ich mache das nochmal auf den Tag. Denn die kommt ja nicht nur von diesen beiden Punkten hier. Das war im Februar, das war im März, sondern auch von hier hinten. Das war im Mai letzten Jahres. Also die ist schon wichtig. Das sollten sie nicht brechen und das glaube ich auch nicht. Überall hier dreht es hoch. Auch hier Stabilisierung gefällt mir gut. Ich habe für euch folgende Scheine. Und zwar einen Call mit der Basis 12.918. Ich mache das hier ein bisschen größer. 12.918 sind wir ungefähr hier. Das müsste sein, schnell gerechnet, 21er Hebel, 20er, 21er Hebel, so um den Dreh rum. Das ist die HG179P wie Paula. HG179P, 12.918er. Also sowas finde ich sinnvoll. Als Put habe ich eingenommen, aber der kommt bei mir jetzt auf die Watchlist, der hinter der 20-Tage-Linie liegt. 14.400
Und der liegt jetzt dahinter mit 14.425. Das ist die HG2FCT. Da warte ich aber erst noch, bis wir hochgehen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass wir weiter steigen oder dass wir wieder mal ein wenig steigen, nicht, vielleicht nicht gerade sowas hier, das glaube ich jetzt auch nicht, halte ich doch für gegeben mit einer größeren Wahrscheinlichkeit. Und dass der DAX heute die 13.100 verteidigt hat, lässt mich auch davon ausgehen, dass wir irgendwo den Bereich 14.400 in relativ kurzer Zeit sehen können. Ich versuche morgen einen Film übers Gold zu machen. Der ist dann irgendwann am Nachmittag vielleicht drin, aber das weiß ich nicht, ob ich es schaffe. Aber Mittwoch kommt auf jeden Fall das DAX-Update. Aber jetzt habt ihr erstmal Nasdaq. Viel Spaß damit und happy trading und fette Beute. Bye bye.